Grüß euch zu Hause. Ich bin heute hier in der schönen Wiener Lobau. Es ist Sonntagnachmittag. Wie ihr seht, das Licht ist sehr diffus. Hin und wieder kommt die Sonne durch. Und ich nutze hier diesen wunderschönen Fleck Natur in Wien heute, um Totholz zu fotografieren. Das ist die Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe. So ein bisschen Frühjahrsstimmung, Aufbruch, wenn der Winter geht. Winter war nicht wirklich in Wien, aber hier totes Holz in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Da habe ich ein sehr schönes Stück gefunden, das es mir auch erlaubt, das Ganze etwas freizustellen. Es ist mir allerdings noch etwas zu unruhig. Das heißt, ich werde mir eine neue Position suchen und hier noch etwas durch die Augen streuen. Ja, wir sind hier in der schönen Lobau. Ich bin auf der Suche nach wie vor nach Totholz. Möchte euch aber hier jetzt einmal kurz einen Rundumblick gewähren. Man glaubt hier fast nicht, dass ich in Wien bin. Es ist also sehr, sehr schön hier, sehr ruhig. Bin hier abseits der üblichen Wanderrouten sonntagnachmittags. Ja, und werde mich jetzt hier in diese Richtung Dickicht begeben. Und dann etwas nach vorne wandern und schauen, ob ich hier eine entsprechende Position finde oder entsprechende Motive finde. Wenn nicht, war es zumindest eine schöne Wanderung. Ja, den Baum, den ihr jetzt hier seht, den habe ich gerade entdeckt. Das ist sehr schön, denn die Jahre zuvor ist hier immer ein anderer Baum gestanden, noch davor. Den dürfte der Blitz erschlagen haben oder der Blitz getroffen haben. Das heißt, diese Stelle werde ich mir jetzt auch merken, da hier ein wirklich schöner, einsamer Baum steht mit rundherum nichts. Das ist auch eine Stelle, wo ich bei wenig Licht oder klarem Himmel einmal herkommen kann, um mitten in Wien auch das Thema Astrofotografie wieder zu beleben und schöne Fotos zu machen und vielleicht mit Lichtmalerei den Baum anzumalen. Fotografiert habe ich ihn schon, werde jetzt noch einmal rundherum gehen und schauen, aus anderen Perspektiven hier noch Fotos zu machen. Eigentlich war der Tag bis jetzt ein sehr trüber Tag. Hin und wieder hat die Sonne etwas herausgespechtelt. Jetzt ergibt sich gerade hier im Bereich am Horizont eine hervorragende Stimmung mit langsam ziehenden Wolken, die dann im Zeitrafferbild hier sich sehr schön abheben. Im Vordergrund hier haben wir etwas grünes Moos, das wir versuchen werden herauszuarbeiten. Es ist ziemlich windstill, das heißt, wir haben im Vordergrund relativ wenig Bewegung. Wie gesagt, den Baum gegen den freien Himmel freigestellt und die Kamera eingestellt. In dem Fall schauen wir mal, wie lange ich es aushalte. Mache ich alle 15 Sekunden ein Bild, das heißt 4 Bilder pro Minute. Und vielleicht gehen sich ja sogar noch ein paar Aufnahmen auf, wo wir die Sterne aufgehen sehen oder vielleicht einen dramatischen Himmel. Die Sonne geht jetzt also hier in diesem Bereich. Sehr dramatisch wird, glaube ich, nicht. Hängt davon ab, ob im Westen von Wien Wolken sind oder nicht. Aber es schaut einmal sehr gut aus. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, der leider immer wieder passiert im Bereich der Landschaftsfotografie.
Ich habe gehofft, dass sich der Himmel öffnet. So hätte es vorher danach ausgesehen. Leider hat er zugemacht. Wir haben jetzt auch keine dramatische Wolkenstimmung. Sonnenuntergang ist gerade vorbeigegangen. Der Himmel wird, nehme ich an, jetzt noch ein bisschen Farbe bekommen. Das heißt, ich warte jetzt noch 5-10 Minuten, wie sich der Himmel entwickelt. Werde dann die Aufnahme abbrechen, denn öffnen wird er sich nicht mehr. Unglaublich, was hier jetzt gerade abgegangen ist vom Himmel her. Ich hoffe, ihr seht das im Hintergrund noch ein bisschen. Also schwer begeisternd, das ist jetzt gerade am Abklingen. Ja, ich hoffe, ich kann euch diese Stimmung hier etwas über das Video auch mitgeben. Auf jeden Fall blende ich nachher dann die soeben entstandenen Fotos an und natürlich gibt es auch den Zeitraffer dann zu sehen. Ich bin froh, dass ich geblieben bin und ich hoffe, euch gefallen die Bilder, die da entstanden sind.